Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich zwar gesagt, ich würde gerne mit euch das neue Gebiet erkunden, aber am Ende habe ich ja gesagt, dass ich nochmal zurückgehen werde zum Strand, weil ich ja den Kristallschlüssel in ein Gerät in der Nähe des verschlossenen Eingangs zu einer Höhle, die ja da hinten war, legen soll. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier gemeint ist. Weil da ist noch so eine Säule. Hier ist noch so eine Säule. Ich versuche jetzt einfach mal... Nee, den kann ich da nicht reintun. Okay. Das war schon mal ein guter Gedanke, aber eine schlechte Ausführung. Hier haben wir nur Goofy freigeschaltet. Hier ist sonst nichts anderes. Ja, aber die Höhle, die ist doch da hinten auf der rechten Seite. Was war denn da jetzt hinter? Achso, da leuchtet nur was. Okay. Das finde ich so seltsam. Die kann man auch nicht nehmen. Das... Ah, Moment. Ah! Oh mein Gott, so langsam kriege ich ein bisschen Angst. Ja, mal schauen, was dahinter ist. Cool. Alte, antike Imker-Grotte. irgendwas Magisches auf jeden Fall. Finde den Edelstein, der am besten passt, um die Aufgabe deines Helden fortzusetzen, ohne Rast. Finde einen Weg, das erste magische Tor in der mystischen Höhle zu befreien. Zu entfernen. Ein Edelstein. Aber hier kann ich nur lesen. Hier kann ich... Oh, Moment. Ah, da unten... ist auch eine Kugel. Ne, ist auch eine Kugel. Moment. Ach, die sind hier überall drüber. Okay. Aber wo geht's denn da hin? Ach, du Schein. Und da unten kann ich ein geheimes Kochrezept machen oder was? Oh Gott. Ich muss das nochmal... Finde den Edelstein, der am besten passt. Muss ich jetzt alle Edelsteine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war einfach herauszufinden, wie man die Höhle öffnet. Im Inneren entdeckst du eine Reihe von Rätseln, ja. Der hilft mir aber nicht wirklich weiter, muss ich sagen. Ja, muss ich jetzt zurück und die Edelsteine... Kann ich von hier aus reisen? Nee, kann ich nicht, wenn ich in der Höhle bin. Oder muss ich jetzt spezielle Edelsteine von hier irgendwie holen? Also das denke ich jetzt mal eher nicht, oder? Der ist jetzt hier drin. Ja. Also mir bleibt jetzt im Moment erstmal keine andere Wahl, als das auszuprobieren, weil ich habe keine Ahnung, ob das jetzt spezielle Edelsteine sind, also wieder ganz andere. Ich meine, ich habe jetzt hier ganz viele Edelsteine drin. Ah, Moment. Nee, Moment. Mineral, was abgebaut werden kann. Ja, ja. Hat das jetzt was damit zu tun, dass wir die reinlegen können? Oder muss ich damit irgendwas mit Merlin machen? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich muss auch mal eben kurz gucken. Moment, Walter Tapferkeit. Also den Teil haben wir frei. Und hier oben, den können wir noch freischalten. Und hier für... Ah, Simba kommt dann auch. Vergessenes Land, sonnige Ebene. Da haben wir aber schon einen guten Teil, sag ich mal, hier freigeschaltet, muss ich sagen. So, Moment, die Höhle war da hinten. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich würde jetzt hier auch so gerne so viel mitnehmen und einsammeln und Bananen und weiß ich nicht was, aber ich möchte das hier ehrlich gesagt gerne schaffen. Vor allen Dingen, das ist so rechts orange, blau und grün. Ja, dann nehmen wir tatsächlich den. Okay, den haben wir auch. Und da brauchen wir hier so einen bläulichen für. Wo kriege ich denn diesen bläulichen her?
Oh ne, die sind alle so. Okay, da brauchen wir noch einen bläulichen Edelstein. Tja, da bleibt uns eigentlich nur eine Sache jetzt übrig. Wir müssen ja alles auseinandergraben, bis wir so einen bläulichen Edelstein haben. Zum Graben haben wir dummerweise Merlin genommen. Wo ist denn der Kerl schon wieder? So. So, komm, ich habe dich doch gerade markiert. Wo bist denn du? Hä? Ach, im Haus. Ah ja, 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 okay. So, altes Haus. Guck mich mal an hier. Oh, oh, hallo. Ja, wir haben Schicksal zu erfüllen. Du bist ja lustig. Komm, lass uns mal abhängen. Wie kann ich den ersten Test bestehen? Ist das zum Reden hier? Also, die Legende der mystischen Grotte besagt, finde den Edelstein, der am besten passt, bis du die Heldenaufgabe erledigt hast. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, deswegen möchte ich auch mit dir reden. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so Smalltalk war oder ob das jetzt nur... Ja, er sagt... Und unten steht da, hervorragende Idee. Obwohl ich es... Das ist mir egal, was du möchtest oder nicht möchtest oder überhaupt. Jetzt ist Mickey immer noch unterwegs. Der pennt doch normalerweise schon ab 9 Uhr. Gut, du kommst jetzt mal mit an den Strand. Ich hoffe, ich habe auch noch genug Platz jetzt hier drin. Ich habe jetzt natürlich... Na gut, okay, in erster Linie die Edelsteine. Schauen wir mal. Ich vermute, dass wir wahrscheinlich den Edelstein irgendwo hier unten am Strand finden werden. Wenn wir die Dinger machen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch den richtigen dabei. Oh, nee, das war... Schade. War das blau? Ich sehe nichts. War das ein blauer Edelstein gerade? Hallo? Was habe ich denn da jetzt gerade? Ah! Ja, ich habe Aquamarin. Oh, wie geil. Wie geil, wie geil. Da muss ich nochmal rein. Kannst von mir aus mitkommen, Merlin. Alles gut. Jetzt kommt der von hier vorne. Hast dich einfach reingebeamt, oder was? Ah, wie geil. Ich habe natürlich jetzt keinen Platz. Das ist das Blöde. So, den machen wir rein. Zack. Müssen wir jetzt hier wieder Edelsteine machen, oder? Finde die richtigen Pflanzen, um sie anzubauen. Dann brauche ich dir nichts vorzukauen. Eine ist unterirdisch im Grund. Unterirdisch im Grund? Wo können wir denn unterirdisch? Also höchstens hier, oder? Oder ist das bei Ursula? Die andere gold und braun im Hintergrund. Was bleibt, ist rot und rund. Also goldbraun, rot, rund. Aber unterirdisch im Hintergrund? Samenpflanzen. Ich kann Karotten pflanzen. Echt jetzt? Moment. Nee, da kann ich auch Karotten. Obwohl, doch, Karotten sind. Die gehören sogar dazu. Ach, die reden gar nicht von richtigen Pflanzen. Finde diese Samen, um Karotten anzubauen. Ja, das ist klar. Aber steht trotzdem Merlin drin. Ja, das ist ja für Mickey, stimmt ja. Steht aber trotzdem Merlin drin. Ja, aber wo muss ich die dann anbauen? Kann ich die überall anbauen? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal... Na, ich kann... Doch, jetzt kann ich. Kann ich die denn... Ich kann die aber immer noch anpflanzen. Oh Gott. Jetzt habe ich sie bestimmt in der falschen Reihenfolge, ne? Unterirdisch im Grund. Die andere gold und braun. Im Hintergrund. Rot und rund. Rot und rund wäre dann was... Ach, das wäre die Tomate, oder? Rot und rund. Die Frage ist jetzt gold und braun. Meinen die jetzt damit... Die Möhre könnte entfernt, aber sie könnte auch unterirdisch sein, ne? Also, das andere ist auf jeden Fall Tomate. Weißt du was? Merlin, dich mache ich jetzt erstmal eben...
Hehe, die Dinge, nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Gameplayerin. Das ist schön. Lass uns später mal abhängen. Das war wirklich faszinierend. Wir sollten es bald wiederholen. Ja, sehr faszinierend. Gut. Da werde ich doch gleich mal wieder zurückreisen. Das ist ja eine Riesenpotterei hier gerade. Aber es ist geil, dass wir die Sachen wenigstens freigeschaltet haben. Immerhin. So. Ach, Moment. Goldbraun oder meinen die Mais damit? Hallo. Weizen, meine ich. Nicht Mais, genau. Weizensamen. Okay. Ja, ist jetzt doof, dass ich da jetzt... Obwohl, Moment, doch, das kann ich doch eigentlich. Wieso habe ich jetzt 18? Hä? Ich muss es nicht ganz verstehen. So, Moment, ich muss eine mitnehmen. So. Und, wo habe ich jetzt die Tomaten hingetan? Da sind sie nicht drin. Hier hatte ich übrigens noch eine neue hingetan. Ja, einmal Tomaten. Nein, einmal Tomaten. Hallo. Das reicht doch völlig. Okay. Ich hoffe jetzt nur, dass wir die nicht in einer gewissen Reihenfolge machen müssen, weil dann drehe ich nämlich wirklich durch. Gut, dann können wir die auf jeden Fall schon mal alle wieder reintun. Da war ich mir ja nicht hundertprozentig sicher. Gehörte das jetzt zur Quest oder gehörte das zu was anderem? So. Okay. Sehr, sehr geil. Ich bin hier irgendwie gerade total aufgeregt. Oh, es glaubt keiner. Ich mit meinen 40 Jahren bin total aufgeregt, weil ich ein Disney-Spiel spiele. Oh Gott, oh Gott. Da müssen wir hin. Oh, es wäre nur schön, wenn du ein bisschen schneller laufen würdest. Ich meine, du siehst aus wie 20. Geht das nicht schneller? So ein Jogging-Mode, der wäre ganz cool. Zum Sprinten. So, den haben wir also. Sah jetzt gerade so aus, ob man da vielleicht auch rein kann, aber... Okay, dann nehmen wir einmal den Weizen. Ist jetzt komplett falsch gepflanzt, denke ich mal, von der Reihenfolge her. Aber ich hoffe trotzdem, dass denen das egal ist. Und Tomate. Was? Sag mir bitte... Jetzt tut sich nichts, weil es falsch rum ist, oder? Eine ist unterirdisch. Ich denke mal, dass das, also dass vorne die Möhre hingehörte. Die andere ist goldbraun. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die jetzt genau hingebaut habe, ehrlich gesagt. Und dann die Tomate hätte dann nach rechts gemusst. Die Frage ist jetzt, wie lange brauchen die jetzt, bis die fertig sind? Funktioniert das erst, wenn die fertig sind? Weil dann kann ich jetzt natürlich aktuell hier nicht weitermachen. Das wäre doof. Oder funktioniert es deswegen nicht, weil die wirklich in der falschen Reihenfolge jetzt gemacht wurden? Das ist doch doof. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich jetzt wüsste, ob sich das lohnt, hier zu warten. Oh Moment, eine ist schon draußen. Ich will die aber nicht ernten. Ich will gucken. Die Möhren gehen eigentlich auch immer schnell. Die Tomaten weiß ich jetzt natürlich nicht, wie lange die jetzt brauchen. Also ich habe es auf jeden Fall komplett in der falschen Reihenfolge gemacht. Aber oben ist jetzt auch nirgendwo ein Hinweis. Gut, jetzt natürlich die Reihenfolge, wie das geschrieben ist, wie man es vorliest quasi. Könnte natürlich jetzt sein, ne, dass das wirklich so sein muss. Ich hoffe es wirklich nicht. Also ich hoffe, dass es egal ist, dass die Tomate jetzt links ist. Weil eigentlich der Weizen ist ja richtig. Wenn ich jetzt wüsste, würde ich normalerweise sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und schalte euch dann wieder hinzu, wenn ich dann nochmal zurückgekommen bin, dass ich in der Zwischenzeit mal ein bisschen von dem Zeug hier loswerde, also von den Dornen oben, dass ich dann gleich nochmal in die Höhle komme. Weil jetzt die ganze Zeit hier stehen, ist natürlich auch blöd. Das Doofe ist, und das finde ich sehr schade, dass das so gemacht ist, dass man hier auch keine Anzeige sieht, wie lange das noch dauert, bis die fertig sind.
Klar, vielleicht gibt es irgendwo im Internet da eine Anleitung zu. Wenn ihr die kennt, wäre das übrigens ganz cool, wenn ihr mir dazu was schreiben könntet. Oder vielleicht sogar verlinken könntet, direkt in den Kommentaren. Ob es da eine Übersicht gibt, wie lange die einzelnen ja, Gemüse und so weiter, wie lange das alles braucht, bis das geerntet werden kann. Und vielleicht gibt es ja auch eine Übersicht, wo man die am besten anbaut. Das wäre auch ganz cool. Also soweit ich weiß, soll man die Sachen immer da anbauen, wo man sie gefunden hat. Was jetzt natürlich hier schwierig ist. Aber es wäre auch ganz cool zu wissen, wie lange es wirklich dauert, bis hier die Sachen ja halt eben reif sind. Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Cut. Ich laufe draußen noch ein bisschen rum in der Zwischenzeit und mache die Dornen und so alles ein bisschen weg, um wieder ein bisschen zu sammeln für die nächste Erweiterung sozusagen. Und ja, schalt euch dann gleich nochmal hinzu, wenn hoffentlich die anderen beiden auch entwickelt sind. Bis gleich. So, ihr Lieben. Also, ich bin jetzt wieder zurück, dummerweise. Nee, Moment, jetzt ist es wieder grün. Also die Karotte ist jetzt durchgekommen, die Tomate ist allerdings immer noch nicht durchgekommen und ich bin hier, ja, 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde habe ich was anderes gemacht. Also die Tomate scheint wahnsinnig lange zu brauchen. Jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, ob das jetzt die richtige Reihenfolge ist, aber ich musste sie zwischendurch nochmal gießen. Das heißt, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, was daraus wird. Ich werde nochmal ein bisschen was anderes machen, weil ich habe nämlich jetzt gerade, achso, das kann ich euch jetzt gar nicht auf der Karte zeigen, in dem neuen Gebiet, in diesem Sumpfgebiet, habe ich ein bisschen was an, ja, wie nennt man das, an Feld schon mal vorbereitet, sodass ich da dann auch entsprechend was anbauen kann. Da muss ich mal schauen, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich noch? 4000... Ja, das dauert jetzt ziemlich lange, bis ich die Karotten gemacht habe. Das ist das Problem. Das heißt, wir werden wohl in dieser Folge hiermit nicht mehr durchkommen. Also ich vermute tatsächlich, dass das sehr lange dauert, bis die Tomate da durchkommt. Ich weiß auch nicht, ob man die mehrfach zwischendurch vielleicht bewässern muss. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so funktioniert, weil es ja die falsche Reihenfolge ist. Also ich gehe davon aus, dass halt die Karotte nach links muss. Ach, jetzt laufe ich hier schon wieder falsch rum. Kommen denn jetzt schon wieder die neuen Dornen hier eigentlich her? Ach so, kleine Anmerkung am Rande. Hier, wo ich eben gewesen bin, hier in der Lichtung des Vertrauens, da habe ich beim Ausbuddeln auch ein bisschen von dieser Erde bekommen, aber in erster Linie habe ich Lehm daraus bekommen. Daraus lassen sich alle möglichen Objekte herstellen. Ich habe nicht gerade wenig bekommen, obwohl ich gar nicht so viel ja, jetzt da ausgehöhlt habe, muss ich sagen. Ich reiß mal eben mit euch dahin, dann könnt ihr euch das mal kurz angucken. So, Frage ist nur, in welche Richtung? Genau, hier. Also ich habe... Da haben wir auch noch was bekommen. Ich habe nur dieses kleine Stückchen so im Vergleich gemacht. Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich diese dämlichen Pilze hier wegkriegen soll. Wir hatten das ja schon mal, dass wir die gießen konnten, aber irgendwie funktioniert das ja nicht. Falls ihr wisst, wie man die wegbekommt und ich das tatsächlich jetzt schon machen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil es ist wirklich so, so nervig. Ich kann die auch nicht übers Baumenü einfach mal zur Seite stellen. Gut, das ist irgendwie noch nachvollziehbar, weil die blockieren mich ja auch vom Weg hier an mehreren Stellen. Ach nee, das ist hier... Ich dachte gerade schon, da wäre irgendein Viech, was ich vielleicht noch zähmen könnte. Aber das ist nur hier dieses, ich weiß gerade nicht, wie es heißt hier, was man im Wasser, Seetang, glaube ich, war es, was man im Wasser bekommt. Wir könnten das hier theoretisch auch noch erweitern, glaube ich, sehe ich gerade. Aber das waren 5000, das konnten wir, glaube ich, nicht. Ja, sogar 10.000, oh Gott, nein. Nein, nein. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, tut mir leid, Dagobert, aber nee, also das geht gar nicht. Ja, also ich hätte es hier schon gerne so groß viereckig gemacht, was jetzt natürlich nicht geht wegen diesen blöden Pilzen da im Weg. Und ich will so auch nicht abernten müssen, weil es ist schon manchmal echt schlimm genug, wie man generell aberntet. Ja, momentan, wie gesagt,
habe ich sonst nicht allzu viel zu tun. Achso, Dreamlight, können wir hier noch was einsammeln, sehe ich gerade. Da unten das Dorf. Baue Aquamarin ab. Ah, ja. Da können wir 10 insgesamt. Naja, ist natürlich die Frage. Wenn ich jetzt öfter mal unten was abbaue, dann werden wir das wahrscheinlich schon hinkriegen. Ja, ich finde es halt jetzt wirklich sehr, sehr, sehr schade, weil ich nicht wirklich was machen kann. Weil ich die ganze Zeit wie blöde darauf warte. Reis haben wir jetzt gar nicht, ne, zum Anpflanzen. Wir hätten nur den Maissamen. Der wiederum... Den habe ich unten am Strand gefunden. Das heißt, den werde ich wohl besser unten am Strand dann noch anbauen, nehme ich mal an. Was wir machen könnten... Na, wie geht's? Wie teuer sind die? 35. Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, dann machen wir das mal später, würde ich sagen. Das ist mir dann doch... Ja, tut mir leid, Goofy, aber ich habe jetzt gerade nicht so viel dabei. Und ja... Ja, was soll ich sagen? Zur Meereshexe zurückzugehen ist wahrscheinlich jetzt auch nichts, was ich jetzt machen könnte. Wir könnten hier oben nochmal kurz hingehen, bevor ich jetzt die Folge beende, weil ich bin... Ja, wie soll ich das sagen? Genervt ist das falsche Wort, aber es ist etwas unbefriedigend letztendlich, wenn man eigentlich weiß, was man machen muss, aber nicht weiterkommt, weil man dann so blöd warten muss. Oh, hier ist aber echt viel, das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das hier eigentlich? Kann man das irgendwie... Kann man das nicht abbauen? Okay. Na gut. Wo war jetzt der Brunnen? Hier. Ich muss hier überhaupt erstmal durchkommen. Also, so geht das aber nicht. So, erstmal unseren Platz hier. Ob ich mich überhaupt bewegen kann. Ja, entfernen das noch. So. Wahrscheinlich ist das viel, viel mehr, als ich jetzt tatsächlich machen kann. Ja, wenn du diesen Brunnen reparierst, wissen wir ja alles. 2500, na gut, okay, den machen wir jetzt aber noch. Sehr schön. Hier bin ich. Ich weiß, ich weiß. Und ich weiß auch, dass du eine neue Quest für mich hast. Das weiß ich alles. Ich muss trotzdem mal mich wegbeamen. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass wir oben so einen Beam-Punkt haben. Ich werde jetzt noch ein allerletztes Mal mit euch in die Höhle gehen und mal gucken, was mit den Tomaten ist. Aber ich denke mal, dass die tatsächlich ja sehr lange brauchen, einfach nur. Die Frage ist natürlich, und das ist halt eine Frage, die ich gerne heute beantwortet hätte, aber offenbar nicht kann. Ne, es ist auch immer noch nicht geschlüpft sozusagen. Die Frage ist natürlich, bringt das überhaupt was, dass die jetzt links ist oder müssen wir die beide nochmal rausreißen und dann tatsächlich die Möhre nach links machen? Also so verstehe ich es. Dann brauche ich den Zwurzelkauen eine unterirdisch im Grund. Das dürfte dann die Möhre sein. Die andere Gold und Braun, die steht ja schon richtig, wie sie drin ist. Und Rot und Rund, das ist dann halt eben... die Tomate. Also links und rechts müsste man theoretisch vertauschen. Ich weiß leider nicht, wie lange die Tomate noch braucht. Und ehrlich gesagt, wir haben jetzt bald Mitternacht. Ich muss morgen um 6 Uhr wieder raus. Ich möchte jetzt auch nicht meine ganze Nacht noch hier verbringen, nur damit ich das jetzt nicht in zwei Teile vom Let's Play machen muss. Es ist sehr, sehr schade, dass ich es heute nicht mehr zeigen kann. Ärgert mich ehrlich gesagt auch gerade tierisch. Aber, naja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt so gemacht von Disney und da müssen wir halt noch einen Tag warten. Für mich im wahrsten Sinne des Wortes noch einen Tag warten. Für euch dann auch einen Tag warten, weil die nächste Folge wahrscheinlich dann erst morgen hochgeladen wird beziehungsweise freigegeben wird. Ja, was soll man machen? Bedankt euch bei Disney, nicht bei mir. Ja, ist nun mal leider so. Okay, dann mit diesem nicht ganz so befriedigenden Ergebnis muss ich dann leider erstmal die Folge beenden. Aber ich verspreche euch, dass wir auf jeden Fall hier wieder weitermachen. Vorausgesetzt natürlich, dass es überhaupt irgendwas bringt mit der Tomate, wenn die bei der nächsten Folge jetzt immer noch nicht geschlüpft ist sozusagen, also erntereif ist. Ja, dann kann ich euch natürlich nicht wirklich viel dazu sagen.
Aber wir werden auf jeden Fall hier weitermachen und da mal nachgucken, sobald wir wieder drin sind. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe jetzt ins Bettchen und ihr habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr gerade guckt. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!